Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Alvib. Wir beginnen heute mit der neuen Storyline Moogle Coupeau d'Etat. Sie ist ein bisschen länger als Out of Life Bestowing, hat aber auch nur 15 Missionen. Also jetzt nicht die allerlängste Storyline, aber für mich hat sie einige besondere Erinnerungen. Da möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen, bevor wir loslegen. Weil als das damals released ist, hatte ich gerade Urlaub. Und es war immer so, die Server gingen immer zu unserer Zeit um 12 Uhr nachts online. Und ich habe gedacht, okay, ich habe Urlaub. Ich kann es mir leisten, die Nacht durchzumachen. Und ich will einmal eine Mission spielen, bevor die ganzen Guides im Internet stehen. Und ich wollte einfach mal schauen, ob ich es schaffe, völlig ohne Guides, nur aus den Texten, die das Spiel mir gibt, weiterzukommen und die Storyline zu schaffen. Erstens ist mir gelungen, aber wie aufwendig das war mir nicht klar. Ich habe in dem ersten Quest, oder eigentlich zweite Mission, das ist dann die nächste Folge, in der wir das machen, muss man Items farmen. 3 Stück. Und 2 Items habe ich ziemlich schnell bekommen. Und für das dritte habe ich ganze mindestens 6 Stunden gebraucht, oder sogar noch länger. Wenn wir in der nächsten Folge an die Stelle kommen, gehe ich da nochmal drauf ein. Aber es muss irgendwie 8 Uhr morgens gewesen sein, als ich endlich diese Dinger hatte. Hier habe ich mich wach gehalten und muss dazu sagen, ich bin kein Koffein-Junkie. Ich trinke relativ selten Kaffee und auch Energy-Drinks eher gar nicht. Also wenn ich mal eine Ladung Koffein abkriege, das hat bei mir schon ganz schöne Wirkung. Also habe ich mich um 12 Uhr mit 2 Energy Drinks hingesetzt und dachte, naja, die Nacht werde ich überstehen und ich spiele jetzt so lange, bis ich die Story zu Ende habe. Und habe die immer so schlückchenweise über den Verlauf der kompletten Nacht getrunken. Und es hat mich auch ganz gut wach gehalten. Irgendwann hatte ich dann auch endlich diesen einen Drop und konnte die Story weitermachen. Und es lief dann auch ganz gut. Ich habe gemerkt, dass ich schon merke, dass ich eigentlich total müde bin und eigentlich nur wegen der Energy Drinks durchhalten kann. Und etwa so gegen, es muss so gegen 18 Uhr gewesen sein. Da war ich dann natürlich schon eineinhalb Tage ohne Schlaf. Eineinhalb Tage ohne Schlaf. Habe ich gemerkt, jetzt geht's nicht mehr. Dann hat auch so eine Art Herzrasen begonnen, wahrscheinlich weil ich so viel Energy Drinks nicht gewohnt bin. Hab mich schlafen gelegt und hab geschlafen bis am nächsten Tag um 13 Uhr. Bin aufgewacht, hab mich ans Spiel gesetzt, hab die Story beendet. Das war dann so gegen 18 Uhr. So, das ist so meine Geschichte mit dieser Storyline und also wie ich gemerkt habe, wie Energy Drinks auf mich wirken. Ich habe seitdem nie wieder 2 am Stück getrunken. Das werde ich auch nie wieder tun. Ich trinke relativ selten sowas. Aber diese Geschichte wollte ich einmal erzählt haben. Und jetzt beginnt die Story in meiner Home Nation und ich muss mit dem Moogle sprechen. Capricious Mithra Cups have cajoled critical information out of the MHMU and I want you to wrest it from them. Visit the 3 nations and question them, Coupeau. Was? Bronze bats might bring us... jetzt geht's los, okay. Jetzt kommt eine Cutscene. It all began with a raindrop, or so the legend says.
Master, oh Master, look! We've sprung a leak, Kupo. Just look at it drip, drip, dripping away. What a terrible, troubling turn of events, Kupo. But have no fear. Sit tight, and you'll see why I'm the most renowned handy moogle on all in the three nations. God has mercy on my moogle soul. Look at this mess. Rotting roof, boards, rusted nails, Kupo. Why, it's a miracle this tottering, tumble-down shanty, I mean this beautiful abode of yours, is still standing, Master. Anyhow, this simply won't go, Kupo. We must make repairs before we have water up to my little wings. I figure all I need is a good orcish armor plate, a quad of backscale, and a block of Yagudo calc. To have this fixed up good as new, Kupo. Could I trouble you to track them down? While you're out, I'll patch up the other problem spot. And do hurry, Master. Lest you return to find your poor moogle friend lying prostrate in a pernicious puddle of rainwater, Kupo. Ja, das war dann auch schon die erste Mission. Das war ziemlich kurz. Und dann machen wir die in der nächsten Folge. Holen wir uns diese drei Items. Bis dahin, macht's gut.